Lieber Herr Dr. Viertler, Herr Lanz, Frau Dr. Lana, Frau Werner und viele bekannte, treue Gesichter, die zum Gelingen des Festivals beitragen. Zum 40. Bestehen dieses Festivals schicke ich, Ingeborg Steifensand, Ihnen im Namen des Vorstands der Gustav-Mahler-Vereinigung Hamburg sehr herzliche Grüße und Gratulationen. Denke ich an Toblach, dann fällt mir zunächst die imposante Kulisse der Dolomiten ein, die sich im Verlauf der Zufahrt im Pustertal erhebt. Die hochherrschaftliche Kulisse des Grand Hotels, der Konzertsaal mit einer hervorragenden Akustik, ein verstecktes hölzernes Komponierhäuschen nahe dem Tränknerhof in Altschluderbach. Denk ich an Toblach, dann fällt mir eine zuvorkommende Hotellerie und Gastronomie ein, die sich ein jedes Jahr um unser Wohl bemüht. Dann fallen mir Ausflüge ins Fischleintal an den Pragser Wildsee, auf die Plätzwiese, den Kronplatz, nach Innichen und viele andere Sehnsuchtsorte ein. Denk ich an Toblach, fallen mir viele Menschen ein, die uns für die Würdigung Gustav Mahlers hier in Hamburg, wo er von 1891 bis 1897 als erster Kapellmeister gelebt hatte, immer wieder neue Impulse geben. Referenten, die wir im Spiegelsaal gehört haben, werden nach Hamburg eingeladen. Dieses Jahr freuen wir uns auf Professorin Eva Di Stefano aus Palermo. Die konzentrierte Atmosphäre, in die uns diese Musikwochen abholt, möchte ich nicht missen. Diese prädestinierte Symbiose von Natur und Musik möge weiterhin am Leben gehalten werden. Denn sie hat nicht nur Gustav Mahler gut getan, sondern tut es auch heute uns, den jährlichen Besuchern. Dieses Jahr üben wir einen Verzicht. Die Vorfreude auf 2021 ist bereits geboren. Alles Gute und herzliche Grüße aus dem hohen Norden. Kommen Sie uns in Hamburg besuchen. Wir zeigen Ihnen mit Freude unser Gustav-Mahler-Museum, das seit 2018 eröffnet ist.